Bobby, das war ein souveräner 3:0-Sieg gegen St. Pauli, kann man so sagen. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ich denke auch sehr souverän. Erste Halbzeit vor allem war natürlich sehr gut von uns. Chancen gut rausgespielt und auch eiskalt genutzt. Und dann in der zweiten Halbzeit wussten wir, dass Pauli kommen muss. Wir haben dann den Ball noch gut laufen lassen. Dann mit der roten Karte auch noch war dann bei Pauli so der Stecker gezogen. Und dann haben wir es halt gut noch runtergespielt. Leipi, bei deiner Einwechslung gestern ist das Stadion aufgestanden. Die Fans haben Robert Leipertz spielt in Heidenheim gesungen. Wie viel hat das für dich bedeutet? Ja, mehr als Robert Leipertz schießt ein Eigentor. Das war auch geil in Ingolstadt, aber so gefällt es mir natürlich noch besser. Ich denke, wir haben alle darauf hingearbeitet, dass wir es endlich hinbekommen. Inklusive meiner Verletzung jetzt, dass wir mich schnell wieder auf dem Platz sehen. Und ich bin froh, dass jetzt schon diese Saison geklappt hat, jetzt auch schon Mitte April. Und für mich war es auch ganz besonders. Ich hatte mit einem warmen Empfang gerechnet, aber nicht mit so einem Empfang. Und dann auch noch bei so einem Spiel, ein souveränes 3:0 gegen St. Pauli. In der zweiten Halbzeit habt ihr gar nichts mehr anbrennen lassen. Was sagst du zum Spiel? Ja, für mich selber war es perfekt, jetzt bei so einem Spiel reinzukommen. 3:0-Führung, dann auch glücklicherweise die rote Karte. Dann war das Spiel ein bisschen einfacher. Aber wir haben es in der ersten Halbzeit überragend gemacht, sodass wir für mich ein bisschen Platz gemacht haben in der zweiten Halbzeit. Alles klar, danke.